Wir sind jetzt in der Omer-Zeit. Ihr müsst Firata Omer, wir zählen den Omer. Und zusätzlich zum großen Mitzvah vom Omer zählen, haben wir auch gewisse Trauervorschriften. Trauervorschriften für die 24.000 Schüler von Rabbi Akiva, die innerhalb dieser Zeit, innerhalb von einem Monat, gestorben sind. Und deswegen gibt es gewisse Trauervorschriften, die wir einhalten. Eins von diesen Trauervorschriften ist, dass man nicht heiratet. En nosim nashim. Warum? Weil Hochzeit ist was Fröhliches. Man ist so, und in dieser Zeit, ein Monat, soll man keine Hochzeiten machen. Jetzt dieses Jahr, letzten Monat, vor Pessach, gab es eine Diskussion zwischen den Rabbinern. Vielleicht könnte man eventuell dieses Jahr, wegen der ganzen Corona-Krise, wegen dem, dass es so sowieso jetzt ein Monat, weil das ganze große Problem mit den Einschränkungen hat begonnen nach Purim circa. Ja. Und gleich zwei Wochen später war schon begonnen, sich Gedanken zu machen, Moment, was machen wir? Man hat gehofft, dass nach Pessach die Lage sich verbessert. Und gemeint, vielleicht kann man dieses Jahr wegen dieser Krise, vielleicht, dass wir doch erlauben sollten, in der Omer-Zeit Hochzeiten zu veranstalten. Für diejenigen, die noch nicht verheiratet waren. Warum das? Der Rav Ovadia Yosef in seinem Buch Hazon Ovadia, er bringt eine Meinung von einem großen Rabbiner, Rabbi Moshe Raphael Miyuchas, in seinem Buch Apri Adama. Dieser Rabbiner hat gelebt Anfang 18. Jahrhundert und er bringt in seinem Buch, dass für jemanden, der noch nicht verheiratet war, ein Single, Bachur Shelokiem Pirevereviya, für ihn ist es erlaubt. Also diese Trauergesetze gelten nicht für ihn. Das ist seine Meinung. Er sagt, ja, wir haben einen Minhag, einen Brauch zu trauern für die 24.000 Schüler. Das ist für normale Fälle. Aber jemand, der noch nicht diese große Mitzwa erfüllt hat, für ihn kann man ein Auge zudrücken. Im Endeffekt, das Gesetz wurde nicht so entschieden. Der Rav Ovadia Yosef schreibt in seinem Buch, Hazon Ovadia, der Brauch ist es, für die Ashkenazen bis Lamed Gimel, also bis zum 33. Omer, für die Sfaradim bis zum 34. Omer, wir machen keine Hochzeiten. Danach ist es erlaubt. Jetzt, man hat gefragt, sich diskutiert die Rabbiner, ob ja oder nein, ob wir dieses Jahr vielleicht auf diese eine Meinung doch verlassen könnten. Der Rav Yitzchak Yosef, der Sohn von Rav Ovadia Yosef, der heutige Oberrabbiner in Israel, er hat gemeint, verantwortungsvoll, noch nicht. Wir wissen noch nicht, wenn wir jetzt sagen, ja, okay, erlaubt oder nein, verboten, wir wissen noch nicht, was die Lage wird sein nach Pessach. Und deswegen lassen wir es einmal sein. Und nach Pessach, wenn wir die Lage sehen, wie sie ist, vor Pessach hat man schon gehofft, alles wird vorbei sein, nach Pessach, Bezrat Hashem, alles wird in Ordnung sein. Leider Gottes, wir sind Gott sei Dank auf dem Weg, aber noch nicht alles in Ordnung. Und deswegen hat Rabbi Yitzchak Yosef gemeint, noch nicht, werden wir sehen. Und deswegen, wir sehen jetzt heutzutage, ist die Lage gleich geblieben, man kann keine Hochzeiten machen. Und deswegen, diese ganze Diskussion, das war theoretisch, aber praktisch umsetzen kann man das nicht. Obwohl, heute sind schon erlaubt Veranstaltungen mit maximal 10 Personen. Vielleicht könnte uns das helfen. Vielleicht kann man machen eine Hochzeit nur mit 10 Personen. Braut, Bräutigam und noch 8 andere Chicos. Das geht nicht. Warum? Wir brauchen, obwohl für die Kiddushin, wir brauchen den Bräutigam, die Braut, einen Ring, Arad Mekudeshet Li, 2 Zeugen, genug. Dann ist die Frau schon, Mekudeshet ist schon für ihn geheiligt als seine Frau. Aber sie sind noch nicht als Mann und Frau. Es fehlt noch die Chuppa. Was sagt man dort? Areat mekudeshet li kedat Moshe b'Israel. Ade Chuppa ve Kiddushin. Chuppa und Kiddushin. Wir brauchen 2. Kiddushin, das ist der Erwerb. Man ist Mann und Frau, aber man kann noch nicht als Mann und Frau leben. Und dann kommt noch die Chuppa. Es gibt noch Ktuba, aber... Und jetzt, für die Chuppa brauchen wir mindestens 10 Leute.
mindestens 10 Leute, plus sicher, die Braut muss ja auch dabei sein. Ohne Braut geht das nicht. Und die Braut braucht auch zwei Schuschwinot, zwei Trauzeugen, plus zwei Zeugen, die wir brauchen. Kurz gesagt, man braucht mindestens 15 Leute, 10, 15 Leute, nicht 10, also 13, 15 Leute, das ist das, was wir brauchen für eine minimale Hochzeit. Deswegen, im Moment ist es sowieso nicht erlaubt und deswegen ist das Ganze theoretisch leider nicht praktisch. Aber wenn wir schon über Hochzeiten reden, und da will ich jetzt einen kleinen Punkt sprechen, und zwar das Alter. Wann soll man heiraten? Mit welchem Alter soll man gehen? Wenn wir sehen, in der letzten Generation, maximal vor 50 Jahren, späteste Alter war, circa mit 20 hat jeder schon geheiratet. 20, 22, 25, fertig. Und heutzutage, ich rede jetzt von den nicht-jüdischen und den nicht-frommen Bereich. Ja, heutzutage plus minus mindestens 30 plus. 33, 35, das ist die Altersgruppe, die heutzutage man heiratet. Bei den frömmeren Bereichen sicher ist es etwas jünger, aber aber auch bei den frömmeren Bereichen, auch heute ist es schon ein bisschen später, wie es in der letzten Generation war. Es ist auch nicht dasselbe, was vor 50 Jahren war, das Alter der Hochzeiten. Wann sollte man heiraten? Die Mishnah-Sprüche der Väter spricht und sagt uns, Ben Shmonaisre la Chupa, mit 18 soll man schon die Chupa, soll man schon heiraten. Und fragen dort die Gelehrten, die Kommentatoren, warum alle Gebote ist der Junge ist verpflichtet mit 13 Jahren Bar Mitzvah, er ist volljährig laut dem Judentum, ist schon mit 13 verpflichtet. Warum, was ist anders bei der Chupa, dass man muss warten bis 18? Erklären, er braucht 5 Jahre lang, um Torah zu lernen. Der Talmud Masechet Kiddushin, Seite 29, dort steht geschrieben, Rechaim al Zavaro shel Adam veisa isha, jemand, er hat eine Last auf seine Schultern, er soll heiraten. Wenn jemand heiratet, ist es eine Last. Er muss sich nicht mehr um sich kümmern. Ja, das ist die richtige Hinsicht auf die Hochzeit. Nicht, oh, ich heirate, ich werde bekommen dies, meine Frau wird mir dies machen, jenes machen, mein Mann wird mir das tun. Nein. Eine Hochzeit, das ist eine Last. Also ich bin verpflichtet, dies und jenes zu tun. Ich muss das und das tun. Nicht ich bekomme, sondern ich tue von beiden Seiten. Und deswegen, wenn man sofort mit 13 Jahren beginnt zu heiraten, wo man schon laut dem Judentum volljährig ist, dann, man ist noch nicht vorbereitet. Man hat schon die Last, erstens. Zweitens, wie soll man Torah lernen? Man soll deswegen, hat man gesagt, 5 Jahre soll er sich mit der Torah beschäftigen. 5 Jahre lang, warum 5? Weil an anderen Platz im Talmud steht geschrieben, 5 Jahre, das ist die Zeit, wo man kontrollieren kann, ob man einen Segen in seinem Lernen hat oder nicht. Das heißt, ob es sinnvoll ist zu lernen oder nicht. Weil 5 Jahre, bis man sich ein bisschen einkonzentriert hat, das erst nach 5 Jahren ist es möglich. Und deswegen, 5 Jahre lang braucht er, um sich vorzubereiten. Und nach 5 Jahren ist er 18, dann kann er heiraten. Weil er, also das ist die erste Sache, ist, weil er noch nicht reif genug ist. Der Mensch, der Bub mit 13 Jahren ist leider Gottes noch nicht reif und deswegen, man wartet bis er 18 ist, mit 18 ist er schon reif, kann er schon heiraten. Jetzt wird man mich fragen, aber wir sehen die heutigen 18-Jährigen, wir kommen gleich dazu. Ein zweiter Grund ist es, der Talmud, was er jetzt zur Talseite 44a schreibt. Dort im Parashat Kitetzeh, bevor man in den Krieg geht, kommt der Kohen Gadol und fragt, wer ist der Mensch, der ein neues Haus gebaut hat und es noch nicht eingeweiht hat, soll wieder zurückkehren. Er kann nicht mit uns in den Krieg ziehen. Dann, Mir Isha Shemata Kerem, wer ist der Mensch, wer ist die Person, der einen Weingarten angelegt hat und noch nicht die Früchte genommen hat, soll auch nach Hause gehen. Und dann, Mir Isha Sheras Isha, wer ist die Person, die eine Frau, Irusin, also verlobt, der mit einer Frau verlobt ist,
die damalige Verlobung ist nicht so wie die heutige. Es ist was ganz anderes, aber das ist schon eine reine Verpflichtung. Also die müssen schon heiraten. Von der Verlobung von damals. Mir ist der SSA, er kann zurückkehren, er kann nicht in den Krieg ziehen. Sagt der Talmud, Limda Torah derech Eretz. Die Torah lernt uns den richtigen Weg im Leben. Auch dasselbe schreibt genau der Maimonides, der Rambam. Limda Torah derech Eretz. Am Anfang musst du dir ein Haus bauen, eine Wohnung kaufen, irgendwo, wo du leben kannst. Oder eine mieten, muss nicht unbedingt kaufen, aber dass du ein Dach über den Kopf hast. Dann Asher Ata Kerem, Feldanbau, das heißt, du musst von irgendwo einen Lebensunterhalt haben. Und erst nachdem du hast ein Dach über deinen Kopf, einen Lebensunterhalt, wovon du leben kannst, erst dann, das ist die dritte Stufe, sich mit einer Frau zu verloben. Sagt das, der Rambam sagt, macht noch weiter, er sagt, das ist der Weg der Geraden und der Gescheiten, der Weisen. Aber wer Tipschim und die Dummen, die machen genau das Ganze umgekehrt. Sie heiraten zuerst und dann suchen sie irgendwo nach einem Lebensunterhalt, finden nichts und am Ende bleiben sie ohne nichts. Wiederum, auch das ist ein bisschen, zwar der Rambam schreibt das Ganze, aber heutzutage, wenn jemand wartet, bis er eine Wohnung hat, er kann schon seine Enkelkinder sehen und noch keine Wohnung haben. Deswegen, heute ist es ein bisschen anders, aber man muss reif genug dazu sein. Deswegen erklären alle Kommentatoren der Mishnah, warum hat die Mishnah 18 geschrieben? Weil mit 18 ist man schon reif. Man ist schon reif und vorbereitet für das Leben. Man hat ein bisschen Torah gelernt, man hat ein bisschen Geld gespart, man hat schon irgendwo einen Job gefunden. Okay, du kannst heiraten. Man ist schon reif fürs Leben. Deswegen gibt es viele, viele Gelehrte, die meinen, dass diese Zahl 18, es ist keine Glückszahl, sondern die Zahl 18, das ist ein Vorschlag. Mit 18, Bench Monaistere, was die Mishnah sagt, mit 18, man schlägt dir vor, heirate mit 18, warum? Das ist das Beste. Das heißt, es ist eine Empfehlung, aber keine Pflicht. Ja, das sagt auch der Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azulay, Rabbi Shlomo Luria und viele andere Achronim, die meinen, dass heutzutage, weil die Jugend nicht reif ist, so wie sie damals war, deswegen heute sollte man mit 22 bis spätestens 24 sollte man heiraten. Das heißt, auch die heutigen Gelehrten sagen, 18 nicht unbedingt. Und sogar manchmal auch unerwünscht, wenn du siehst, irgendeinen Rotzbub, ja, der ist noch mit 18 zwar, er kann sich einen Führerschein leisten, aber noch im Kopf ist er wie ein 10-jähriges Kind. Ihm willst du jetzt ein Haus anvertrauen. Lass ihn noch ein bisschen, 2-3 Jahre warten, er kommt zu sich und Bezrat Hashem. Aber nicht später als 24. Warum? Der Talmud, Kiddushin Seite 29b, und auch wegen dieser einen Talmud ist das, was uns vorher Rabbi Moshe Rafael Miyuchas, das ist der Grund, wieso er erlaubt hat, überhaupt in der Omer-Zeit zu heiraten, wegen dem. Weil der Talmud sagt, bis 20 Jahre lang wartet der ewige Gott, bis der Bursch heiratet oder das Mädchen heiratet. Er wartet. 20 Jahre sind vorbei und er hat nicht geheiratet. Steht geschrieben, Bar Minan, schlimme Sachen. Gott sagt, die Pachatz Motav, schlimme Wörter. Ja? Und deswegen, wegen diesem Fluch, was steht geschrieben im Talmud, deswegen hat Rabbi Raphael Moshe Miyuchas hat gesagt, nein, wir machen sogar in der Omerzeit, soll er heiraten. Obwohl das Gesetz nicht so entschieden wurde. Und steht zwar im Talmud geschrieben 20, wiederum aber 20 für die Leute, die auch 20 gemäß reif sind. Ja? Heutzutage fast alle Gelehrte einstimmig sagen, 24 ist Deadline. Bis 24 sollte man sein Bestmögliches versuchen, es zu tun. Ich weiß, nicht jeder schafft es. Ich habe leider Gottes, ich bekomme viele Anrufe und viele, Quodarab, bitte helfen Sie uns. Ich weiß, es ist nicht einfach, manchmal man will. Und es gibt auch wenige, die auch
realistisch sind. Ich rede jetzt nicht über diejenigen, dass die wollen, dass etwas, was noch gar nicht existiert und in 100 Jahren noch nicht existiert wird. Sie wollen Topmodel, groß, hübsch, gescheit, alles in einem und noch dazu, dass sie den einen hässlichen Typ auch will. Nein, nein, darüber rede ich nicht. Es gibt auch leider Gottes Leute, die versuchen, die suchen real und es dauert noch, bis sie ihre zweite Hälfte finden. Da kann man nichts machen. Über dem spricht nicht der Talmud. So über diejenigen, die sagen, weißt du was, ich habe eh noch Zeit. Ich kann mir was Besseres finden. Wer sagt das? Ja. Also über die wird geredet. Und deswegen, heutzutage bis spätestens 24 Jahre sollte man heiraten. Warum? Weil leider Gottes, wir sehen heute bei den säkulären Bereichen, in den säkulären Bereichen, warum dauert es länger als bei den frommen Bereichen? Weil in den säkulären Bereichen, man lebt schon gemeinsam. Man lebt schon gemeinsam, man hat die Verhältnisse zwischen Mann und Frau, hat man schon mit 16 Jahren schon alles drum und dran. Und deswegen, also keine Beeilung, ich kann noch warten, ich habe eh noch Zeit und es macht keinen Stress und so weiter und so fort. Ja. Aber man muss wissen, jedes Mal, wo ein Bursch, ein Mädchen, das nicht verheiratet sind, auch mit dem kleinsten Finger angreift, jedes Mal ist es eine Sünde. Bar Minan Vehurachum Mechaperavon. Ich rede schon gar nicht über schlimmere Sachen. Ja. Und das muss man vermeiden. Deswegen, Chacham Enav Berosho, deswegen sagen unsere Weisen, derjenige, auch wenn er nichts macht, ist ein Tzaddik, er greift kein Mädchen an. Aber trotzdem, wer verspricht dir, was in deinen Gedanken losgeht? Der Talmud, Yoma, Seite 22. Irura vera kashin me avera. Irura vera, die Gedanken von den Sünden, die sind noch schlimmer als die Sünde selbst. Wer will mir jetzt erzählen, dass ein 20-plus-Jähriger keine Gedanken hat in seinem Kopf? Ich rede zwar Jährige, genau dasselbe. Er und sie ist genau dasselbe. Deswegen muss man schauen, dass man etwas sich beeilt. Sicher, bei den Männern, wir sehen, dass das ist die Sache von der Mutter Natur, dass komischerweise die Männer, sie heiraten später, fast immer. Das war und das ist, und in allen Bereichen, bei Juden nicht, und du siehst, die Männer sind etwas älter immer und die Frauen sind etwas jünger. Meistens, noch einmal, es gibt Ausnahmen, aber meistens. Auch da, warum das Ganze? Auch Bar Mitzwa. Bar Mitzwa, wann ist der Bursch? Der Bursch, ab wann ist er schon Bar Mitzwa? Wann ist er volljährig und für seine Taten schon haftbar? Laut dem Judentum ab 13 Jahre. Mit dem 13, er ist schon volljährig und für jede Sache muss er haften. Und das, was ist mit dem Mädchen? Die Mädchen schon mit 12, ein Jahr früher. Warum? Weil die Mädchen, die Frauen, die sind reifer als die Männer. Das ist leider Gottes, ich muss gestehen, das sind Fakten. Und deswegen, die Frauen haben mehr, also ein Jahr früher, Bat Mitzwa, deswegen sind sie auch schon früher bereit auch zum Heiraten. Du siehst, die Nachfrage der Frauen kommt bei einem jüngeren Alter als bei den Männern. Warum? Weil die Frauen schon früher reifer werden als die Männer. Auch dazu gibt es noch bestimmte Gründe, aber das ist nicht unser Thema. Jetzt, Hochzeiten, verschieben oder nicht verschieben. Was soll man jetzt tun? Was soll man jetzt tun? Für was muss man überhaupt heiraten? Für was brauchen wir diese Hochzeit? Nun, wenn wir sehen, dass man heute lebt wie Freund und Freundin und gemeinsam in einem Haushalt lebt, für was dann dieses ganze Tararam? Für was? Zuerst einmal, ich will sagen, dass, warum heiratet man von der anderen Hinsicht? Warum? Die Braut will ein Brautkleid anziehen. Warum? All meine Freunde sind schon verheiratet, alle meine Freundinnen sind verheiratet, ich will diese schöne Feier machen, dieses Wow und so weiter. Dafür brauche ich die Hochzeit. Für den Rest kann man auch so leben. Aber das ist nicht der Sinn und Zweck. Das ist nicht der Sinn und Zweck der Hochzeit.
Shulchan Aruch Eben Ezer. Shulchan Aruch Eben Ezer, erste Paragraph. Chayav Adam Lisa Isha Kede Lifrut Velerbot. Der Mensch muss heiraten, um Kinder zu bringen. Um Kinder, aber auch das, um Kinder zu bringen, man muss nicht unbedingt heiraten, um Kinder zu bringen. Man kann auch ohne dem Kinder bringen. Es gibt auch noch andere Aspekte. Einer der wichtigsten Aspekte ist, dass jeder Mensch, der kommt auf diese Welt, kommt als eine halbe Seele. Ja, in meinem Körper ist eine halbe Seele und im Körper meiner Frau ist die zweite Hälfte meiner Seele. Wir sind zwei Hälften. Zwei halbe Seelen. Und ab wann werden diese Seelen vereinigt? Erst ab dem Zeitpunkt, wo man heiratet. Nachdem man Areat Mekudeshetli den Ring reingegeben hat, ab dem Zeitpunkt sind die Seelen wieder vereinigt. Die sind wieder zusammen. Und darum, wenn wir jetzt sehen, von welchem Grund heiratet man? Heutzutage siehst du leider Gottes, so viele Scheidungen gibt es. So viele Scheidungen, so viele Häuser trennen sich. Warum? Weil jeder heiratet mit einem Gedankenmoment. Ich will wegen dem Wow, ich will wegen dem Brautkleid, ich will wegen den Freunden, ich will wegen dem. Und die Mishnah sagt uns in Pirkei Avot, Kol Ahava Shetluya Bedavar, Batel Davar, Betel Ahava. Jede Liebe, die bezogen ist und verbunden ist auf irgendeine materielle Sache, wenn diese materielle Sache nicht mehr existiert, dann ist die Liebe auch nicht mehr da. Und deswegen, all die Sachen, die materiellen Sachen, ich will bekommen das, ich heirate, damit ich das habe und damit ich das und damit das und das. Ja, jetzt 1, 2, 5, 6, 7 Jahre, aber nach einiger Zeit vergeht das Ganze. Nun, und was dann? Dann vergeht leider auch die Liebe. Aber, kol ahava she'ena tluya bedabar, wenn die Liebe unabhängig ist von gar nichts. Ich liebe dich, weil ich dich liebe. Weil ich dir Gutes tun will. Oh, ena betela leolam. So eine Liebe, sie existiert für Ewigkeit. So gibt es dann keine Scheidungen in so einem Fall. Darum, man heiratet jetzt, unter uns jetzt, was ist der größte Genuss jetzt? Diese 3-4 Stunden, tararan, tararan, man singt und man schlüpft, es ist super Genuss und es ist gut. Aber kannst du diesen Genuss vergleichen, wenn du eine Woche später, du siehst das Paar, die sitzen gemeinsam in einem Schabbattisch gemeinsam. Und du siehst, wie beide, der eine hilft der anderen und die leben in einem gemeinsamen Haushalt. Ishtabach Shemolat. Das ist der größte Genuss. Das ist das eigentlich, das ist die Hochzeit. Du siehst, die zwei Seelen haben sich vereinigt. Genau das ist der Sinn und Zweck. Nun, was fehlt uns aber heute? Fehlt uns das? Nein, das können wir bekommen. So mit 10, 20 Personen, wenn es erlaubt ist, kann man schon so eine Hochzeit machen. Nach der Omer-Zeit. Was fehlt uns wirklich? Ah, dieses Wow. Dieses 500 Leute und diese drei, was ist hier drei? 6-Gänge-Menü und ein Teller auf dem anderen und 6 verschiedene Sänger und das und jenes und Das Ganze für diese 3-4 Stunden, das geht nicht. Also ohne dem können wir keine Hochzeit machen. Moment, sind wir wirklich so tief gesunken, sind wir wirklich so tief gesunken, dass wir jetzt vergessen haben, in Wirklichkeit, was ist Sinn und was ist Zweck? Der ganze Sinn ist ja im Endeffekt, dass das Paar glücklich miteinander lebt. Nur Zweck dafür, man macht eine große Feier manchmal. Das Problem auch bei den großen Feiern, bis jetzt war es so, warum hat man diese großen Feiern gemacht? No. Alle haben gemacht groß. Jeder macht mit 300, 400, 500, 600 Leute. Und jeder macht mit diesen großen Menüs. Wenn ich jetzt mache eine kleine Feier, übrigens, wie meine Eltern und glaube ich jeder, der in meinem, die von der letzten Generation, wie haben sie geheiratet?
In ihrem Hof in Usbekistan, kleiner Hof, hat man gebracht, ein Schaf geschlachtet, tak, 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 und vorbereitet selbst das Essen. Welche, wo gab es diese großen Seele? Es war Freude, es war... Aber was? Die richtige Freude, das ist nicht das. Genau, es fehlt uns zwar das Ganze jetzt, das darf man nicht machen, aber wer weiß, vielleicht ist auch das zum Guten geworden. Warum? Weil viele, viele, und ich glaube, wenn ich jetzt mit den Prozentsatz rede, sind über 80% der Leute, die die großen Hochzeiten machen, die diese großen Feiern machen, sie machen es warum? Weil es die anderen machen. Und jeder versucht jetzt noch besser als der andere oder zumindest nicht schlechter als der andere zu sein. Ich kann jetzt nicht weniger machen, weil wenn ich jetzt mache was Kleines, dann schaut man mich schief an. Man sagt, das ist das, was du... Aber wiederum, was ist der Sinn und was ist der Zweck? Gott sei Dank, jetzt ist die Gelegenheit. Jetzt ist die Gelegenheit, wo wir alle im gleichen Level, im gleichen Niveau die Hochzeiten machen können. Darum, man hat doch mich gefragt, mehrere Mal jetzt in den letzten Wochen, wir wollen jetzt verschieben oder nicht verschieben, was sollen wir tun, wir haben schon ein fixes Datum. Und ich sage jedem die Antwort. Sobald es die Möglichkeit besteht, mit dem Minimalsten, jetzt man, okay, 10 ist übertrieben, aber wenn du kannst schon machen mit 50, 60, 100 Leute, ja, wenn du schon so eine Hochzeit machen kannst, dann auf gar keinen Fall verschieben für irgendwelche luxuriösen und großen Säle. Das brauchen wir nicht. Weil wer verspricht dir das, wenn du verschiebst jetzt, okay, wir verschieben jetzt auf den Herbst. Wer sagt, dass es im Herbst noch keine zweite Runde von Corona geben wird? Keiner weiß es. Alles ist noch offen. Darum, meine Lieben, bitte schaut zuerst einmal, jeder, der noch Single ist, soll einmal die Augen aufmachen, das Gehirn aufmachen und beginnen zu denken, Moment, wo bin ich mit meiner Suche? Wo ist jetzt meine zweite Hälfte? Man muss versuchen. Man muss suchen und versuchen. Und Bezrat Hashem viel, als allererstes viel beten. Warum? Die Paarung, die zweite Hälfte zu finden, das ist so schwer wie die Meeresspaltung. Und man hat sich schon gefunden. Ein Ehepaar hat sich schon gefunden. Er will sie, sie will ihn. Aber das Problem ist es, wir haben keine 500 Leute, wir haben keine großen Seele, wir können keine 20 Gänge, für was? Ihr könnt machen was Kleines, macht das Kleine, Baruch Hashem, Bezrat Hashem. Später, wenn das Paar geheiratet hat, kommt ein Kind, Brit Milah, kann man machen nachher 1000 Personen. Überhaupt, Rav Yitzchak Silberstein sagt, diejenigen, die machen kleine Hochzeiten, kleine Feiern, sie bekommen den Bonus, dass sie nicht gleich von Anfang den Einer auf sich haben, das böse Auge auf sich haben. Warum? Leute sehen, schau dir das an, was er hat. Das bringt ein schlechtes Auge. Für was brauchst du das? Ja, nochmals, die Lage hat uns dazu gebracht und deswegen, glaube ich, sollten wir da fröhlich dabei sein. Ja, dann wird es auch ein bisschen eingeschränkte Hochzeit sein. Aber auf gar keinen Fall verschieben. Wiederum, das Glücklichste ist, ein Paar lebt zusammen. Ein Paar lebt zusammen, das ist deswegen. Es wird geschrieben, in der Weltschöpfung, als Gott die Welt erschaffen hat. Und Gott sah das und das am ersten Tag. Und es war gut. Kitov, Kitov, Kitov. Es war gut, es war gut, es war gut. Am Ende, wo Gott schon den Menschen erschaffen hat, was sagt plötzlich die Krönung der Schöpfung, der Mensch? Sah Gott, Lotov, nicht gut. Lotov veyote Adam levado, nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Er braucht noch seine zweite Hälfte. Das einzige Mal von Anfang an in der Weltschöpfung, Welterschaffung, sagt der liebe Gott, Lotov ist nicht gut, ist die Einsamkeit, allein zu leben. Lotov veyote Adam, deswegen, wie sagt man Leben im Hebräischen? Chaim, Chaim. Das ist Plural oder Singular? Chaim ist Plural, Mehrzahl. Aber wie sagt man das in Singular? Gibt es kein Singular. Leben alleine, auch Leben im Deutschen. Leben, zwar das Leben, ja. Aber im Hebräischen Chaim ist die, so wie die Leben. Plural, Mehrzahl. Das heißt, im Einzahl gibt es kein Leben.
Einsam, alleine gibt es kein Leben. Ein Leben, re'e chaim ima isha. Das Leben ist mit der Frau. Das Leben ist gut, wenn du gemeinsam mit jemandem zusammen bist. Alleine kann man nicht leben. Alleine ist es kein Leben. Darum, wenn sie sich schon gefunden haben, das Paar, Mann und Frau, junge Mädels, und sie finden, und sie, dann nicht wegen dem. Es gibt Chassiduyot, ich weiß jetzt nicht genau, welche Chassiduyot es ist, aber es gibt Chassiduyot, wo die Hochzeiten beschränkt sind auf eine bestimmte Summe. Du darfst nicht über, also das beim Catering, die Speisen dürfen nicht über diese eine Summe sein und die Gästeanzahl nicht über diese Summe, nicht wegen Corona. Schon seit immer. Warum? Alle sollen im gleichen Niveau sein. Ist auch gut so. Jetzt jemand, der sich leisten kann, warum nicht? Aber jetzt, Gott sei Dank, die Lage ist so, die zwingt uns dazu, nicht wegen dem jetzt verschieben. Nicht wegen dem verschieben. Und Bezrat Hashem, Gott soll jeden von uns, jeder, der noch Single ist, seine zweite Hälfte so schnell wie möglich bringen. Die sich schon gefunden haben, Bezrat Hashem, so bald wie möglich, dass es erlaubt ist, schon die Hochzeiten zu führen, dass wir Bezrat Hashem Hochzeiten machen können, Bezrat Hashem. Die schon verheiratet sind, Bezrat Hashem. Gott soll ihnen geben, gute Kinder, Bezrat Hashem. Und jedem von uns sollen unsere Herzenswünsche erfüllt werden. Baruch Adonai Olam. Amen.